Wir machen Dance mit rein. Ist schon soweit. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge. Street Food at Home. Papa kocht zwar, aber Street Food at Home. Lange nichts gehört, nichts gesehen. Die Playlist Street Food at Home findet ihr hier. Guckt ihr euch an. Heute machen wir was Kleines, Schnelles. Aber es wird oft nachgefragt und die Leute mögen das gerne. Deswegen mache ich es mal. Ein Corn Dog. Schon mal gesehen, so ein Ding? Das ist hier so eine Wurst an so einem Spieß in so einem Teigmantel drin. Und das kannst du dir einfach so wegsnacken. Ne? Gibt es in den USA recht häufig und ist da super beliebt. Vielleicht können wir so ein bisschen was zur interkulturellen Gemeinschaft beitragen und die Dinger hier jetzt mal etablieren. Ich zeige euch, wie es geht. Es geht jetzt los. Wir starten mit Weizenmehl. Rezept steht natürlich unten drin, ne? Maismehl. Ich habe jetzt hier so ein grobes Maismehl genommen. Probier mal aus, ob es funktioniert. Dann haben wir hier Zucker, Salz, ein bisschen Cayennepfeffer. Und dann haben wir hier ein Schneebesen. Ah, warte mal, hier, guck mal, Backpulver. Halbes Päckchen Backpulver muss da auch noch rein, weil der Teig muss ein bisschen... Guck mal so. Ihr versteht das schon, gell? Das muss nämlich sein. Also so ein halbes Päckchen muss da rein, so ganz grob. Wunderbar. Das ist schon mal gut. Und dann haben wir hier Pflanzenöl, zwei Eier. Aber ich mache zuerst mal, ich mache zuerst die Eier noch da rein. Das ist top. Einmal. Noch ein Ei. Zwei Ei. Dann machen wir Pflanzenöl dazu. 50 Gramm, glaube ich. Ja. Und dann, ich schütte die ganze Milch drauf. Und dann gehen wir hin und dann fangen wir an, das aufzurühren. Das mache ich jetzt, ihr guckt mir zu und dann melde ich mich gleich, wenn es weitergeht. Da, guckst du hier. So ist das. Und das lassen wir jetzt so ein bisschen aufquellen. Stellen es nebenbei so ein bisschen auf die Seite. Und derweil spießen wir hier mal so eine Wurst weg. Holzspieß, Wurst und dann... Rein bis vorne. Ist jetzt kein Hexenwerk, ne? Nochmal, weil es so schee ist. Wascht, Spieß, fast bis vorne und neben dran. Und das machen wir mit den verbleibenden Würsten. Und dann werden wir die gleich stippen und ordentlich wegfrittieren. Es gibt denkbar viele verschiedene Würzungen. Man könnte natürlich hier in den Teig Knoblauchpulver mit reinmachen und so. Und das alles so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, special machen und so ein bisschen... anders würzen. Da ist natürlich alles denkbar, aber heute in der klassischen Variante. Und dazu gibt es ganz klassisch, was man so zur Wurst macht, ein bisschen Ketchup und Senf. Ne? So würde ich das jetzt mal angehen lassen. Okay, guck mal, sind wir schon fertig mit Spießen. Dann lassen wir unseren Teig noch ein bisschen gehen. Der sieht jetzt aktuell so aus. Ja. Also, wir warten einen Augenblick, geht gleich weiter. Und während wir so vor uns hin warten, habe ich hier so ein bisschen... ja, einfach von dem Weizenmehl und wir bestäuben die Wurst damit so ein bisschen. Dann kann die den Teig besser ja, an sich aufnehmen, haften. Man kennt es ja vom Schnitzelpanieren so ähnlich. Ne? Und diese Würstchen haben ja so eine gewisse Restfeuchte außenrum. Das bedeutet, das Mehl hält da auch ganz gut dran. Und somit dann auch unser ja, Corn Dog Teig. Ja, so sieht es aus. Ich würde sagen, 2-3 Minütchen warten wir noch. Und dann ist der Teig auch soweit und ausreichend gequellt. Weiter geht's. Schau mal hier, Teig ist gut aufgequollen. Was ist das hier? Guck mal, Timmy, komm mal schnell hoch. Schnell hoch zu mir. Mein erster Voice Crack. Ah, geil. Bin wieder da. So, ist hier, ne? Und jetzt kommt der Trick. Man muss so ein Glas nehmen und einen Teil des Teiges da reinfüllen, ohne großartige Sauerei zu machen, was auf jeden Fall eine Herausforderung ist. So, oder? Das ist der erste Teil des Teiges. Weil mit diesem Glas gehen wir jetzt rüber zur Fritteuse, nehmen diese wunderschönen gemehlten Würste mit, haben hier Fritteuschen. Ihr könnt natürlich auch hier, du weißt ja, einfach ganz normal einen Topf aufstellen mit Fett oder so. Und das kannst du ja immer wieder verwenden, dann musst du das nicht wegschütten, das lohnt sich schon. Ne? So, jetzt kommt der Trick. Timmy, kommst du mal näher ran? Jetzt dippen wir diese Wurst hier rein. Dann coatet sich das da außen rum. Das machen wir zweimal. Dann nehmen wir das raus, lassen es so ein bisschen abtropfen. Genau so. Und dann kommt das in die Fritteuse. Das machen wir auch mit der zweiten Wurst schon. Ihr seht das, ja, das macht man extra an dem Glas, damit sich das hier so schön um die Wurst zieht. Ja, wunderbar, sieht das gut aus. Und dann kommt es in die Fritteuse.
Das Ganze machen wir nochmal. Schauen wir hier. Einmal. Zweimal. Ihr seht diesen Effekt, ne? Weil man dann immer so ein hohes Gefäß hat, dann hast du immer schön rundherum. Ah, das ist wunderbar. Und vor allem ist er vorne ein bisschen dicker wie hinten. Oh, jetzt geht's ab hier. Guck dir das an. Puh. Geil. Da ist doch was schief gegangen. Guck mal, der ist aufgeplatzt. Seht ihr das? So soll es nicht aussehen. Keine Ahnung, warum er das getan hat. Aber er hat's getan. Ich habe die Boys jetzt nochmal umgedreht. Guck, der eine ist echt krass aufgeplatzt. Ich glaube, ich weiß warum. Ich habe mit dem Spieß da so ein bisschen durchgesteckt. Vielleicht liegt es daran. Aber ey, egal, das wird genauso gut schmecken, denke ich mal. So, guck mal hier, sieht doch geil aus, Alter. Der ist doch recht hübsch hier. Und der erste ist immer ein bisschen komisch, das ist wie bei den Kindern, gell? Ihr wisst Bescheid. So, ich mach mal direkt noch die nächste Runde rein und dann, Timmy, probieren wir das gleich mal, oder? Auf jeden Fall. Ja, probieren wir zusammen. Ja, also, guck mal hier, ich mach noch mal eine, damit ihr seht, wie es abgeht. Da rein. So, Lille. Ja, das ist rein. Und dann, kurz reinhalten. So könnt ihr es auch machen, ne? So einmal ein bisschen rumdrehen. Guck mal hier rein. Das hier so ein bisschen hin und her dreht und dann einfach frittieren lassen. Ja, das geht auch ein bisschen auf. Aber ey, das ist doch kein Problem. Das schmeckt geil, da hast du ein paar crispy Stückchen dabei. Sieht super aus. Ich mach weiter, bis gleich. Oh, geht schon los. Na, guck mal hier. Teller, Corn Dogs. Dann machen wir schön zwei Stück da drauf. Und dann ganz pervers. Darf man pervers sagen? Ja, darf man, gell? Ja. So, pass mal auf. Noch ein bisschen Ketchup. Ich weiß es nicht, sagt er. Einfach hier vom geile Ketchup. Auch ein bisschen Senf. So, Dille. Ey, guck mal da hin, ey. Das sieht super aus. So, machen wir es. Und jetzt machen wir schnell das Foto und dann kommt der Timmy rüber zum Probieren. Auf geht's. Filmt es. Ja. Wollen wir es echt probieren? Okay, mit anstoßen. Mit anstoßen. Nein, machen wir so richtig, Digga. So, guck mal. Das ist geil. Ich bin ja ein richtiger Wursttyp. Also, in allen Lebenslagen. Hast du schon mal gegessen, aber? Noch nie. Es schmeckt wie ein Hotdog, sag ich ehrlich. Aber geil. Wir haben das schon mal vegan gemacht. Einfach die Milch tauschen. Und ein veganes Würstchen nehmen. Ist auch geil. Naja. Danke fürs Zugucken. Ihr seht, er ist auf der langsamen Esserseite. Aber ist auch heiß. Wir hauen uns den Rest rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Zu gucken. Mach mal hier ein Abo. Daumen nach oben. Einen netten Kommentar. Kommentar wichtig. Und wenn ihr Tims Instagram sehen wollt und wissen wollt, verlinkt hier unten. Steht unten drin. Danke, tschüss.